Moin moin meine Lieben, wir sind wieder bei dem Brain Brandbone und spielen immer noch Wipro, sind jetzt bei Part 8 angekommen, sind kurz davor Axis zu stellen. Ja, mal gucken, ob er lange leben wird oder ob unsere stürmische Begleiterin ihn doch kurzerhand die Rübe absäbelt. Ich würde sagen, wir finden es sofort heraus, indem wir jetzt ins Bild gehen und zwar in 3, 2, 1. Jetzt. Dann setze ich meine Kopfhörer noch auf, wenn ich nicht überall hängen bleiben würde. So. Und dann drücken wir einfach mal auf. Sch ich habe noch gar nicht gedrückt, du Affe. Wir drücken einfach mal auf Festplatte. Sozusagen. Laden unser Spielchen. Weiter. Theoretisch sollten wir jetzt diesmal richtig sein, nicht so wie in den letzten Ports, dass wir dann immer bei der Befragung weitermachen, weil ich habe meine Konsole jetzt wieder online. Man sollte das mit der Zeit jetzt auch wieder funktionieren. Ja, das sieht gut aus. Verdächtig ruhig. Oh, falsch. Da ist er auch schon. Ach, so eine feige Sau. Bastelt er sich erstmal ein Schild. Und die Frage ist jetzt, wie machen wir den kaputt? Ich würde fast denken auf die. Ich muss den Schild ausschalten. Woher nimmt er die Energie dafür? Das gilt es Die Energie herauszufinden. scheint irgendwie aus diesen drei Bunkern zu kommen. Ja, genau diese müssen wir, denke ich, mal zerstören, oder? Die bleiben einfach mal hier. Carter, Ich gehe einfach mal hier rum. deaktivieren Sie den Schild aus dem Innern dieser Bunker heraus. Na, bleibt doch gut. Erwischt. Boah, was? Was haben wir hier? Die größte da. Wo sind eigentlich meine Kumpels? Wow! Kann sein, aber es wird mir Spaß machen. Solch unbedingte Aggression. Artillerie! Auf und davon! Ich verstehe kein Wort, was er hier sagt gerade. Schade, dass du dich uns nicht anschließen willst. Du bist ein Gefangener. Ha! Bam! Ich soll mich euch anschließen? Mich werdet ihr nicht versklaven. Nee, nee, du. Uns Los, nicht. Draufhalten. So, scheiße, wo ist das Phantom? Nee, spotten nicht. Plasmafeld. Impulswelle. Noch ein Plasmafeld. Reicht das bis herüber? Ja, Mann, ich weiß, dass es dort nicht hingeht. Du sollst ja auch da Du bist der Sklave. Ob wir es zugeben oder nicht. Du musst dich auch beschießen ohne Ende. Der Gefangene. Wir haben der Gefangene? Was soll das heißen? Schließ dich uns an. Ja, mit der Macht einzusetzen und frei zu sein. Alter, ist das ätzend gerade wieder. So viel beibringen. Hilfe! Hilfe! Sie machen mich fertig! Hier, das ist auch schon wieder fast down. Los, Commander! Auch gut, dass er dort Deckung sucht. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Dieser Scheißturm, Alter! Mann, 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 Mann. So kritischer Treffer auf ihn. Hau den um, ey. Ich brauche einen Sanitäter, Commander. Sehr gut. Spring doch drüber. Hierher, zu mir. Move, move, move. Scheiße, wo ist die Konsole? Oben. Oh, 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 oben, oder was? Mit mir geht's zu Ende. Na, halt doch mal nicht rum. Geschafft.
Ach, die ist auch noch da. Sag doch was, Alter. Angela, schalten Sie ihn aus. Mann. Bam. Alter, da ist sie auch noch da und sagt einfach mal nichts. Ne? Wow. Oh nö, nicht wieder so ein Ding, ey. Wird angehoben! Diese Dinger sind gepanzert! Ja, was du nicht sagst, ne? Und das lebt immer noch. Geh da mal drauf, ey. Wo ist denn hier das Ablenkungsmanöver? Genau, das habe ich doch gesucht die ganze Zeit. Bitte hierher. Ablenkungsmanöver, los! Ablenkungsmanöver! Macht er eine Impulswelle in die Richtung? Stoßwelle einsetzen! Wir treiben sie zurück! Nee, ein Plasmafeld geht dann auf ihn hier. Plasmafeld! Plasmafeld in Vorbereitung! So, und dann gibt es erstmal noch eine Heilung. Oh, und ein Blob gibt es auch noch dazu. Blob raus! Sammeln, bitte! Zur Konsole, erstmal Munition holen. Na gut. Wow. Bam. Sie Arsch. Wieder einen Schritt weiter. Ach ja, Drohnen, na klar. Mein absoluten Lieblingsgegner. So, sie hat ja auch gerade nichts zu tun. Excellent. Bei dem da brauche ich Hilfe. Und er auch gleich noch eine Weile. Du spottest ein bisschen. Kein Ziel in Sicht. Ihn wird das so nehmen. Ja, schieß auf mich. Alter, was war das? Heilung aktiviert. Was war denn das, Alter? Genau, immer schön drauf auf den Arsch. Nicht ihn annehmen. Wieso kann ich ihn nicht annehmen? Was soll denn die Kacke? Autsch! Sie sind verwundet! Baku, wo ist er denn jetzt? Auch gleich bei uns. War's das? Ja, sehr gut. Noch so eine Welle hätte ich nicht ausgehalten. Besiegt. Eure Bemühungen sind vergebens. Hoffentlich ist er's wert. Angela, wir haben alles, was wir brauchen. Wir sind nicht besiegt. Und das hier ist nicht vergebens. Och, Alte. Warum hat die denn Jens umgebracht? Wir haben ihn gerade schön am Schlawittchen. Bei seiner Ankunft konnte das Team Kontakt zu der unerlaubten abwesenden Agentin Angela Weaver aufnehmen. Ihre Informationen wiesen darauf hin, dass die feindliche Fabrik in der Nähe des Entwicklungs- und Produktionsstätte der Hypnoviren war. Der hochrangige Offizier mit dem Codenamen Axis wurde vom Einsatzteam gefasst, verhört und exekutiert. Verhört? Wieso verhört? Was haben die denn jetzt rausgefunden? Nichts. Na. Agent Weavers ihn zu Schlagmischtod sollte aufgrund ihrer untadeligen Dienstakte und ihrer wichtigen Rolle bei der Sicherstellung der Daten nicht weiter verfolgt werden. Trotz der emotionalen Belastung durch die notwendige Tötung ihres infizierten Bruders hat Dr. Dwesner Agent Weaver weiterhin für diensttauglich erklärt. Wenn er meint. So, also dann wollen wir in unserem Büro.
Carter, die Daten, die Sie und Weaver von der Outsider-Anlage besorgt haben, die Analyse ist beunruhigend. Bei der Menge an Infektionsstoffen und der Struktur der Wasserversorgung unseres Landes erwarten wir... Über 2/3 der Bevölkerung wären innerhalb weniger Wochen infiziert worden, hätten wir es nicht gestoppt. Ich kann rechnen. Wie es aussieht, wurden Zehntausende, vielleicht Hunderttausende infiziert oder kontaminiert. Es wird immer schwieriger für uns, die Outsider-Bedrohung geheim zu halten. Wir können uns keine landesweite Panik leisten. Wir müssen schleunigst etwas tun. Na dann. Mal sehen, was wir von Axis erfahren haben. Hä? Wie jetzt? Dieser Angriff ist unsere beste Chance. Aber ich will Ihnen nichts vormachen, was die Aussichten betrifft, dass wir zurückkehren. Wie jetzt? Was für ein Schacht hat denn abgeknallt? Aber das ist etwa eine Finte des Spiels. Wollen mich etwa verarschen? Kleinere Operation und hier haben wir noch 2, wo wir welche hinschicken können. Eine Militärkonvoi, da Waffen und Munition transportiert, steckt in der Klemme. Schicke ihm ein Agententeam zur Hilfe. Jetzt sind sie auf immer wieder bei du. Wie viel brauchen wir? 10? 9, 2, 5er reicht doch. Ihn. Und ihn. Ach. Okay, los. Hup, hup. Sind Komplexität 9. Ihn. Ah. Gut, dann gehen wir erstmal zur alten Weavern. Moin. Da sind Sie ja. Gut. Ich muss Sie sprechen. Ja, dann leg los. Angie, wie geht's Ihnen nach allem, was passiert ist? Axis ist tot. Und Pete? Ihn habe ich schon vor Jahren verloren, Will. Das war nur ein letzter Abschied. Das tut mir leid. Danke. Und jetzt zurück an die Arbeit. Uns bleibt nicht viel Zeit. Wie meinen Sie das? Wir hatten recht. Dieser Angriff war nur der Anfang. Ihre restlichen Truppen sind binnen Stunden hier. Uns bleibt höchstens ein Tag. Was haben Sie sonst noch rausgefunden? Sonst noch was Brauchbares? Waffenpläne, Schwachpunkte, sowas in der Art? Keine offensichtlichen Schwachpunkte, wenn Sie das meinen. Und Axis war der Befehlshaber. Er kannte alle Truppenstärken und Einsatzpläne. Da haben unsere Analysten ja was zu arbeiten. Aber uns geht die Zeit aus. Die Hauptstreitmacht wird binnen Stunden hier sein. Geht es bis schnell? Besser als nichts. Wir können ja evakuieren lassen, während wir ihre Kommandozentrale ausschalten. Genau. In der Zwischenzeit berechnet Weir exakt, wo wir hin müssen. Das klingt sehr nach einem Himmelfahrtskommando. Mag sein, da mache ich mir keinen Kopf. Wenn wir sterben, sterben wir. Aber ich sorge dafür, dass Origin mit drauf geht. Das sehe ich ganz genauso. Ich habe in diesem Krieg so viel verloren wie jeder andere. Ich bringe das zu Ende. Haben Sie bekommen, was Sie dort gesucht haben? Ich wusste, ihn zu töten würde nicht viel ändern. Davon wird keiner wieder lebendig. Aber ich schlafe etwas besser. Danke, Will. Danke für diese Chance. Sie sollen wissen, was da mit Ihrem Bruder passiert ist. Will, schon okay. Sie hatten recht. Es musste sein. Ich hoffe nur, Sie tun im Zweifelsfall das Gleiche für mich. Bei Ihnen muss ich nicht lange überlegen. Oh, danke. Aber danke, Will. Und Pete würde Ihnen bestimmt auch danken. Ach klar. Wir haben nicht viel Zeit. Jetzt mal wieder so passt. Ja, Weir hat die Zielkoordinaten. Ich bin sofort einsatzbereit. Dr. Weir. Das war schon immer ein hübsches Büro. Ist er hier? Nein. Schildern Sie nochmal, wie das passiert ist. Wir gehen hinter den Kisten in Deckung, als mir plötzlich ein Gedanke durch den Kopf geht. Immer und immer wieder. Und was war? Ein Gedanke.
Was? Es ist extrem wichtig, Axel sofort auszuschalten. Bitte sorgen Sie dafür, dass unsere besten Agenten darauf angesetzt werden, diese kritische Bedrohung zu eliminieren. Der Teamleiter ist ein Feind. Töte ihn. Ich dachte, wir sollen ihn mitbringen. Immer zu. Er ist ein Feind. Töte ihn. Aber ich weiß nicht, wer das gedacht hat. Und was haben Sie dann getan? Ich habe nicht getan. Da sagt der Forensiker aber etwas anderes. Und Ihr verbliebener Teamkamerad auch. So, wer ist er? Crud, konnten Sie mit den Daten von Axis etwas anfangen? Und wie? Die Sache ist nur, wir wissen noch nicht, ob die uns wirklich so viel weiterbringen. Ich weiß schon, wie ich uns Zeit verschaffe. Ich hoffe bloß, Sie können die Daten dann auch verwerten. Sie fliegen tatsächlich zu deren Heimatwelt. Ist das nicht ein Himmelfahrtskommando? Wir werden es ja erleben. Halten Sie sich bereit, um die Verwirrung zu nutzen, wenn der feindliche Funkverkehr zusammenbricht. Klar. Wenn Sie Mosaik lahmlegen, ändert das den gesamten Kriegsverlauf. Genau das wollen wir. Wie gehen die Outsider mit dem Verlust von Axis um? Er war der Kopf der Invasion. Das muss sie doch sicher beeinträchtigen. Wir dachten, es wäre so, als ob eine Armee den General verliert. Aber wir haben seine Bedeutung überschätzt. Sie erhalten weiter Befehle über Mosaik von Origin. Deshalb ist er das nächste Ziel. Ja. Ohne Origin und Mosaik sollten die Outsider völlig abgeschnitten sein. Und plötzlich sind wir im Vorteil. Wenn der Einsatz Erfolg hat. Wir zählen auf Sie. Viel Glück. Was wissen wir über die Alienwelt, ihre Verteidigungssysteme? Der Mosaik-Kern muss sich ganz nah bei ihrer Heimatwelt befinden. Wenn Origin darüber Befehle sendet, muss auch er dort sein. In Axis-Daten war von automatisierter Verteidigung die Rede. Allerdings nicht von Wachposten. Und der Avenger bringt uns an den meisten dieser Systeme vorbei? Genau. Ich wünschte mir, wir hätten Zeit, ihre Welt zu erforschen. Mann, dafür würde ich mein letztes Hemd geben. Soll ich Ihnen einen Platz im Avenger beschaffen? Das lassen Sie mal. Mein letztes Hemd würde ich geben. Mein Leben nicht. Dankeschön. Wie schätzen Sie unsere Chance ein? Ihre Chance gegen Origin oder die Chance für die gesamte Menschheit? Hängt ja wohl eins mit dem anderen zusammen. Auch wieder wahr. Wie schätzen Sie unsere Chance ein? Fragen Sie lieber nicht. So wie die Wetten stehen. Naja, ich bin ein reicher Mann, wenn Sie heil zurückkommen. Toll. Freut mich für Sie. Wird langsam Zeit aufzubrechen. Vielleicht bringe ich Ihnen ja ein Andenken mit. Hauptsache, Sie legen Mosaik lahm. Alles andere ist Zugabe. Klar, machen wir gar kein Problem. Aber erstmal noch die Minimission machen, bevor wir dann zu dem anderen Dödel da gehen. Komm, machen wir. Machen wir Tennessee. Gefangene zurückholen. XCOM hat den Kontakt zu einem Militärkonvoi verloren, der einen wichtigen Outsider-Gefangenen transportiert. Wir brauchen diese Gefangenen, tot oder lebendig. Geht klar, Chef. Ah, das drückt mal weg. Sehen wir dasselbe. Wo sind wir denn in der Zeit? Noch 21 Minuten, dass das geht. Hier ist alles ziemlich kaputt, Barnes. Ist das auch sicher unser Zielort? Der Fahrer des Transporters hat die Koordinaten über sichere Kanäle durchgegeben. Mein Gott. Dann treffen wir hier auf mehr als nur die Armee. Sofort ins Gefecht hier. Plasmafeld. Oh, ich habe ja noch einen Granatwerfer mehr gebraucht. Sind denn noch welche? Da ist noch einer. Den ich gerade nicht sehe. Ach nee, die sind da hinter mir. Mit dem Felsen. Neu formieren! Bin wieder da! Mitkommen! Wir sind weit von der Route abgekommen. Sollten wir uns Sorgen machen? Ins Gesicht, Junge! Ich bin jetzt treffen. Oh, ich treffe einfach nur. Bam! Bam! Und er noch. Oh. Sehr gut. Ich treffe einfach nicht. Ich treffe nicht. Geht doch.
Ah, wir sind ja auch noch aufgestiegen. Ich gehe rein. Gott. Hebt denn da noch einer? Da. Kommen Sie wieder her! Formieren uns neu! Glück, dass die alle die Waffe haben. Da gibt es immer schön viel Munition. Ins Gesicht. Ist der andere? Da hinten. Bam! Wo warst du denn? Nur solche kleinen ätzenden Typen, ey. Commander! Was denn? So, gut, jetzt dürft ihr auch mal wieder was machen. Artillerie reicht da bis dahinter. Oh, oh, wie ich das hasse, dass du hier über jedes Scheißhindernis drüber musst. Fackelt das Areal ab! Artillerieschlag bestätigt! Ich bin verwundet. Der Artillerieschlag hat aber gesessen, oder? Geben Sie ihm den Rest. Ich versuch's. Bam, sehr gut. Das habe ich auch noch ein bisschen drauf. Kann ich ihn anheben? Ach, er ist tot, oder? Hebe es an. Ich brauche einen Sanitäter. Sie verteidigen dieses Gebiet. Mit dem hier. Bam! Können Sie nicht schon mal keine mehr kommen? Ach komm, bleib mal locker. Ablenkungsmanöver ist auch immer. Ablenkungsmanöver dort! Das wird sie ablenken! Ablenkungsmanöver, das wird sie ablenken. Denkst du? Ha, die konnte er nicht mehr werfen, sehr gut. Boah, wer ist da? Wer ist er denn? Ich habe einen Sanitäter, Commander! Sie rücken vor! Okay, ich upgrade. Kann ja nicht schaden bei so einem Typ. Was ist das? Fähigkeit Drohne. Setz eine verbindete Drohne ein. Du kannst jetzt einen Drohne einsetzen, die Gegner von oben angreift. Eine gepanzerte Drohne ist ein gutes Hilfsmittel im Gefecht. Sie feuert über die Deckung hinweg und umgeht Gegner von oben. Die wird da jetzt sofort eingesetzt, Kumpel. Eigene Drohne kommt! Los, drauf! Ich treffe auf ihn. Lenken Sie seine Aufmerksamkeit auf sich! Okay, der ist doch ordentlich dick. Kann ich ihn anheben? Ja, ich kann ihn anheben. Sehr gut. Ah, gar kein Problem, Junge. Was willst du denn von mir? Was wollt er denn? Wo denn? Ah, ich habe noch einen Blob übrig. Blob eingesetzt! Geben Sie ihm den kritischen Rest. Treffer. Was mal fällt? Wir brauchen das nicht. Ich brauche ärztliche Versorgung hier drüben! Das ist ja Heilung gut. Aktiviert! Das ist der letzte! Das lief doch mal ausgesprochen gut. Okay, komme zurück. Ich bin jetzt da. Das ist ein Hinterhalt. Hinterhalt? Dann muss der Gefangene verdammt wertvoll sein. Die Weißkittel denken schon. Wir sollen ihn lebend zurückbringen. Zu Studienzwecken. Los, durch den Bunker. Das lief doch ausgesprochen gut, denke ich. Wir lagen ja nicht irgendwo Granatengraben. Ein wenig Munition darf sein. Was haben wir hier? Schwere Plasmapistole, sehr gut.
Ah, da ist eine Munition. Sehr gut, sehr gut. Gesundheit. Aber es klingt schon cool, wenn die so reden. Auch der Exit hat so eine richtig ekelhafte Stimme gehabt. Da kommen wir nicht rein. Keine Chance! Dann verschaffen wir uns eine Chance. Vorwärts! Sie treffen den nicht. Und noch einer, oder was? Sie heilt sie! Mit Drohnen können wir auch umgehen. Starte Drohne! Nix damit heilen, Kumpel. Los, draufhalten! Blob gibt's auch noch für euch. Werfe Blob! Hebe es an! Ich lege an! Grenade! Achtung, oh, noch eine. War das eine Granate oder was? Einer down, einer down, einer down, einer down. Was haben wir noch? Plasmafeld. Schön hier hin. Plasmafeld, sofort! Plasmafeld wird vorbereitet! Ablenkungsmanöver. Ah, wie immer, immer über diese. Oh, Ablenkungsmanöver, los! Manöver! Was? Munition, Alter? Sie haben unseren Blob! Die Schweine haben unseren Blob. Ach, einen Artillerieschlag haben wir da auch noch. Ach, ich bin auch blöd, ey. Besorgt mir Artillerie! Das Ding. Artillerieschlag unterwegs! Unser Abwägungsmanöver ist bis Glück! Arbeiten! Sehr schön! Wir haben bloß noch die Bodentruppen. Komm, zeigt euch! Wow! Commander, alles in Ordnung? Ah ja, alles bestens. Sie sind alle tot. Ziehen wir weiter. Sehr schön. Ich dräng die Bastarde zurück. Der Waggon war das Transportmittel. Unser Ziel sollte da drin sein. Den Gefangenen in Obhut nehmen. Gucken wir noch, da liegt doch Munition, sehr gut. Welcher? Der da oder was? Oder der da oben? Moin! Gern geschehen, dass wir euch gerettet haben, ihr Ärsche. Hier hinter gucken. Feindlicher Command, er ist frei. Feinde angegriffen. Ein Boxcom Agent. Raus damit. Wo ist die Excom Basis? Warum kann ich ihn nicht anheben? Das ist doch geben Kacke. Sie ihm den Rest. Excoms Position. Eine Zielhöhle zu fallen. Ich habe keine Verwendung mehr für dich. Ich will ihn doch anheben. Machen wir halt Artillerie. Ah, oh, geht wieder nicht bei ihm dort oben, oder was? Da
erstmal fällt, komme ich wahrscheinlich dann auch nicht hoch. Nein. Eine Drohne habe ich noch im Angebot. Setze Drohne ein! Und ein Blob. Blob raus! Na, Wichser, haut ab. Hinterher! Mujen! Ah, Bock auf den Kürbis? Beeilung! Der Mujin-Freak darf keine Verbindung zu Mosaic herstellen. So nennt sich dieser Drecksack, hinter dem wir her sind. Ist das schon wieder Halloween? Freaks will be shot. Freaks im Sinne von Alien-Gewürm, nehme ich mal an. Schrottflinte. Aber wir haben immerhin schon mal mehr als sein Schild weggeballert. Hier drin ist etwas Schreckliches passiert. Menschen tun manchmal schreckliche Dinge, wenn sie Angst haben. Ja, oder wenn sie Hunger haben. Sehen Sie doch. Wir haben ihn. Was? Hey, Freak, stehen bleiben! Ey, wieso hat denn der wieder Schild? Das ist doch kacke. Verdammt, er schafft Ausrüstung ran. Der Bastard hat sich verdoppelt. Hebe ihn an. Drohne liefert Unterstützung. Beide! Tötet beide! Blob eingesetzt. Nutzen Sie Ihre Tarnung. Alles raus, was geht. Plasmafeld haben wir auch noch. Plasmafeld dort. Segelfeld. Fox-Befehl lautet, den Gefangenen Leben zurückzubringen, Boss. Tja, er ist aber jetzt kein Gefangener mehr, oder? Das war er nie. Mein Gott, die haben einen Gedankenleser in der Kommandozentrale gefangen gehalten? Dann weiß der jetzt bestimmt alles. Exakt. Mir ist egal, was Fork will. Wir stöbern den Drecksack auf und schalten ihn aus. War da gerade eine Mine auf dem Schuppendach? Geht's vermutlich weiter. Gehe er zur Seite, please. Feinde angegriffen! Wo denn? Bitte. Aua! Wer hat der jetzt geschossen? Lichte Outsider anheben. Bam! Was ist das? Plasma-Scharfschütze? Ja, nehmen wir gerne. Scheiße, daneben. So sehen nicht mal. Keine Muni mehr. Er produziert mehr von ihnen. Gibt es halt mal noch eine Drohne. Setze Drohne ein. Blob. Setze Blob ein. Und dann machst du mal los, auf ihn. Draufhalten. Und danach gleich noch einen Artillerieschlag. Oh, wie du überall hängen bleibst, ist das herrlich. Fackelt das Areal ab! Ich lege an! Na, kann noch ein Plasmafeld machen? Wo steht er denn? Ach, dort. Ah, wie man überall hängen bleibt, ist... Plasmafeld! Plasmafeld! Artillerieschlag bestätigt! Wir haben sie hier ausgeschaltet! Was? Was hier? Was war denn? Was hat er mit meinen Leuten gemacht? Granate! Sie kommen näher! Befehle! Ah, ich brauche eine Heilung! Hier rüber! Ah, war gut! Oh, Heilung! Haltet den Druck aufrecht! Boah!
will der Trottel denn schon wieder? Sorry. Nee, Quatsch. Ist kein Trottel. Aber immer im Let's Play, ey. Wie soll ich denn die da hinten angreifen? Kann ich nicht auf ihn anheben machen? Dass er kurz einen Blackout kriegt und dann... Ablenkungsmanöver. Ablenkungsmanöver, dort! Das wird sie ablenken! Wir haben eine Drohne verloren! Boah, wir ziehen ja mal lächerlich wenig ab an dem Ding. Neu formieren! Da geht doch down. Na, Sack. Was? Stand gerade irgendwas. Da sind wir ja in was reingestolpert. Sie haben unseren Blob erledigt. Die Schweine. Aua, 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 aua. Von wo denn? Von wo denn? Ich sehe dich ja nicht mal. Was für Arschgeigen, ey. Los, draufhalten! Ich versuch's! Fress nen Blob, ihr Affen. Eingesetzt. Wenig Muni, wieso habe ich eigentlich diese komische Waffe? Verdammt, seine Schilde sind oben! Helf ihnen, Commander! Ich hab gedacht, ich schaff's vielleicht noch so. Was sollen wir tun? Die können wieder! Das ist ein Artillerie. Wie lange braucht denn der für seinen scheiß Artillerieschlag, ey? Ja, bei mir auch. Da liegt meine Pistole. Ist ja bloß noch R, oder? Wo müssen wir dieses Schiff auch noch downballern? Bestimmt, oder? Wir haben ihn fast! Ich gehe rein! Ah, da geht er doch down! Der Sack! Juhu. Bam. Nicht mit mich, Junge. Was will er denn, Digga? Was dem einfällt, einfach hier runter zu rennen? Der Sky Ranger muss nicht mehr für Lebendfracht vorbereitet werden, Barnes. Er ist weg. Egal. Ab nach Hause. So, der Gefangene mit dem Codenamen irgendwas wurde als feindlicher Agent enttarnt, der in der Lage war, Gedanken zu lesen. Bei seiner Flucht konnte er so einen Einsatzagenten den Standort einer Geheimeinrichtung entreißen. Das Einsatzteam hatte danach keine andere Wahl, als den Gefangenen mit Rücksicht auf die nationale Sicherheit zu exekutieren. Wir sind untröstlich. So ein bisschen die Uhr im Auge behalten. Kann nicht überall sein. Sprengstoff und Granaten richten deutlich weniger Schaden an. Bei uns oder was? Top-Männer, 30G. Es hagelt gerade wieder Erfolge. Okay. Die Outsider in ihrer Heimat anzugreifen wird nicht leicht. An ihrer Stelle würde ich vorher meine Angelegenheiten regeln. Nichts zu tun. Nichts zu tun, aber auch gar nichts. Mein Angelegen, das klingt doch fast so, als ob wir jetzt hier fast vor Ende des Spiels wären, oder? Das ist am meisten so. In letzten Mission, ja, machen sie noch alles, was sie machen wollen. Sicherheitsvorkehrungen. Ist überhaupt hier lang? Gute Arbeit da draußen, Carter. Hoffentlich
Vielleicht hat es auch was gebracht. Ist das so gewollt mit dem schwarzen Balken? Oder sonst nicht? Wir haben, was wir brauchen. Geben Sie dem Direktor Bescheid. Ich erwarte ihn im Hangar. Ah, Carter. Gerade rechtzeitig. Na, Reisepläne fertig? Ja, ich habe die Koordinaten für unseren Angriff soeben fertig berechnet. Und das Vanguard so gut getestet wie unter den Bedingungen möglich. Eine zweite Chance kriegen wir nicht. Na dann, jetzt oder nie. Seltsam, das mal aus Ihrem Mund zu hören. Manchmal ist der Ernstfall der beste Test, Carter. Sie erfüllen mich nicht gerade mit Zuversicht, Doc. Falls es Sie beruhigt, ich fliege ja mit im Avenger. Sollte was schiefgehen, bin ich zur Stelle. Die Daten von Axis lieferten Ihnen also die nötigen Koordinaten. Wo weisen Sie hin? Zweifelsfrei. Sie weisen auf einen speziell isolierten Bereich im Orbit um die Alienwelt. Wo genau liegt die Heimatwelt der Aliens? Ohne Sternenkarte ist das schwer zu beschreiben, aber sie liegt etwa 600 Lichtjahre von der Erde entfernt. Im Sternbild Cygnus. Ganz schön weit weg von zu Hause. Planeten, auf denen Leben wie unseres möglich ist, sind äußerst selten. Selbst in einem unendlichen Universum. Sie haben doch schon Vangates geöffnet, oder? Das ist nicht nur Theorie. Sie waren dabei, als Lawrence und ich das erste geöffnet haben. Das war ja nicht der volle Erfolg. Nein, aber es klappte. Und wir waren seitdem bei kleineren Tests erfolgreich. Dank der Outsider-Technologie. Das ist doch erfreulich. Hoffe ich. Der echte Test ist natürlich erst der Transfer von etwas so großem wie dem Avenger. Tja, wir werden ja sehen. Schon eine Ahnung, was uns auf Ihrer Heimatwelt erwartet? Zum Glück scheinen die Outsider eine ähnliche Lebensumwelt und Schwerkraft wie wir zu haben. Sicher haben sie die Erde deshalb ins Visier genommen. Doch alles andere dort könnte uns sehr fremd sein. Wie wird Ihre Verteidigung aussehen? Die Tarneigenschaft des Avengers schleust uns an den schärfsten Abwehrriegeln vorbei. Aber den letzten Teil müssen sie zu Fuß erledigen. Nur mein Team und ich in einer Alien-Basis? Wird sicher witzig. Die Gegenwehr wird heftig sein, jedoch bei kleiner Truppenstärke. Sie versuchen, Origins Aufenthaltsort geheim zu halten. Also können sie keine ganze Armee um ihn herum scharen. Wir verlassen uns ganz auf Ihre Arbeit. Ich hoffe, sie besteht die Feuertaufe, Doktor. Ich auch. Sie riskieren nicht als Einziger Ihr Leben. Ich reiße mich nicht darum, fernab der Heimat zu sterben. Aber wie viele Wissenschaftler kriegen schon einen fremden Planeten zu sehen? Sehen Sie es so. Sie sterben nicht fernab der Heimat, sondern um Ihre Heimat zu retten. Ja. Das ist doch gleich viel tröstlicher, nicht? Es wird wohl Zeit. Wir sehen uns im Avenger-Kater. Sollte das jetzt wirklich schon kurz vor Schluss sein? Ja, nützt so nicht, ne? Du traust dich ja nicht, du Feigling. Schicken Sie die Evakuierungsbefehle raus und die Agenten sollen weiter die hochrangigen Ziele verteidigen. Ja, Sir, wird gemacht. Wir halten bis zu Ihrer Rückkehr den Laden am Laufen. Ihre unerklärliche Zuversicht wird lobend zur Kenntnis genommen, Chalsky. Ah, da ist Carter. Carter, gut. Man hat mir gesagt, dass alles bereit ist. Ja, Sir. Gut, in der nächsten Stunde geht es los. Was das? Carter? Keine Rede? Keine Ansprache? Reden sind hier unangebracht. Sie wissen, was auf dem Spiel steht und Sie kennen unsere Chancen. Ja, Sir, allerdings. Das erwarte ich auch. Keine Sorge, Director. So leicht bringt man mich nicht um. Kein Mensch kann alles. Aber wenn einer das schafft, dann Sie, Carter. Eben. Weil ich keine halben Sachen mache. Darum habe ich Sie ausgewählt. Ich verstehe das einfach nicht. Unsere Einsätze waren ein Erfolg. Nein. Sie waren nur ein Erfolg, wenn der Verlust zweier Städte und das Erreichen des Minimalziels als Erfolg gilt. Trotzdem sind Sie erfolgreicher als alle anderen. Wir brauchen mehr Agenten, bessere Ausbildung. Die Outsider haben einen endlosen Nachschub an Truppen, nicht wir. Uns bleibt nur eine Option. Wir müssen den Kampf zu Ihnen tragen. Existiert diese Origin nicht schon seit Hunderten von Jahren? Was ist, wenn es mit einer Kugel in den Kopf nicht getan ist, um ihn und Mosaic auszuschalten? Wir haben alle Vorkehrungen getroffen. Und wenn das nicht reicht? Nun, Sie haben gezeigt, dass Sie gut improvisieren können.
Ich soll improvisieren? Das ist ja was ganz Neues. Und wenn wir dort landen und ich nicht das richtige Werkzeug dabei habe? Keine Sorge, ich habe einen Plan B. Aber Sie sind eben unsere beste Chance. Angenommen, wir können die Gates schließen. Was wird aus den Outsidern auf der Erde? Ich hinterlasse einen detaillierten Schlachtplan. Er wird gerade an die Stabschefs verteilt. Wir hoffen, dass der feindliche Nachschub abreißt, wenn die Welten getrennt wurden und dass die einzelnen Feindverbände vom Zentralkommando abgeschnitten werden. Das sollte unseren Truppen den nötigen Vorteil verschaffen. Das klingt ja, als hätten sie nicht vor, selbst mitzumachen. Die Chancen, dass wir heil zurückkehren, sind gering. Machen wir uns doch nichts vor. Ich bin bereit. Wir treffen uns im Avenger. Sie wissen, was auf dem Spiel steht, Carter. Und Sie kennen das Risiko. Sie haben bisher überlebt. Ich weiß, Sie sind der richtige Mann. Klar doch. Ich bin bereit. Sie... Ja, ja. So, so kommen wir nochmal kurz hier. Ist irgendwas Neues? Nee. Mal kurz zu ihm. Auch nichts Neues. Gut, dann gehen wir halt mal zum Avenger. Eine Runde Untertasse fliegen. Da muss ich jetzt. Da. Gerade sagen, jetzt wird mir kein Ziel mehr angezeigt, oder was? Auf der Niederlage des Invasionskommandos Nexus gibt es keine Anzeichen für Kommunikationsstörungen zwischen den Outsider-Streitkräften. Heißt, sie wären auserkoren, an Bord des Avengers zu gehen. Dann naht ja wohl ihr erster Ausflug mit dieser Höllenmaschine, was? Falsch. Ein Ausflug wird es allerhöchstens für Sie. Ich bin der Pilot. Ist das Ding wirklich einsatzbereit? Meine Sorge gilt mir Ihnen und dem Rest des Teams. Das Prachtstück hier ist bereit, wenn Sie mir mit einer letzten Kleinigkeit helfen. Wie viel Besatzung passt in den Avenger? Und wer begleitet uns? Er fasst eine kleine Armee. Aber die Hälfte davon sind Piloten, Ingenieure und Wissenschaftler. Ich bleibe da keine Sekunde länger als nötig. Ich halte den Weißkitteln keine angreifenden Mutons vom Hals, während die Alien-Schmetterlinge fangen. Keine Sorge, Carter. Priorität hat für alle, lebend zurückzukehren. An der Kiste arbeiten Heerscharen von Ingenieuren und Mechanikern. Was brauchen Sie da mich? Es funktioniert alles, aber wir haben Hinweise auf Lecks im Treibstoffsystem. Das Problem ist, dass sie mit bloßem Auge nicht zu erkennen sind. Lecks? Brauche ich einen Schutzanzug? Nein. Wir müssen nur vorsorgen, dass es im Einsatz nicht zu Treibstoffverlust kommt oder gar zu einer Explosion. Wenn es die Mühle am Laufen hält, bin ich dabei. Aber wie genau könnte ich helfen? Wenn Sie den Avenger mit der Manschette an Ihrem Arm scannen, sollten Sie die Lecks entdecken können. Melden Sie sie uns. Den Rest machen wir. Das ist alles? Kinderspiel, Barnes. Wie jetzt mehr nicht? Er hat doch noch was zu sagen. Wieso machen Sie sich Sorgen? Glauben Sie, wir kotzen Ihnen Ihr neues Spielzeug voll? Das wäre möglich. Außer Sie sind für extreme Fliehkräfte trainiert. Der Flug hat es also in sich, was? Ich sag's mal so. Wenn ich ein Ausweichmanöver durchführen muss, sollten Sie Ihre Kotztüte mit beiden Händen festhalten. Dann mal los. Schnallen Sie sich da drin gut an, den Rest mache ich. So, dann suchen wir halt mal noch ein paar Lecks, bevor es losgeht. Dass es dann eine böse Überraschung gibt. Nix mit Leck. Wo muss ich da erst reingehen? Ja. Sind das die roten Dinger? Nee, die roten Dinger sind das nicht, oder? Hä? Ich kann da auch nicht außen rum gehen. Ich habe Angst, wenn ich jetzt da vorne reingehe, dass dann die Mission losgeht. Ach, auf einmal geht's. Eine fast nicht zu entdeckende undichte Stelle in der Treibstoffleitung an einem lockeren O-Ring. Das habe ich doch gerade hier auch gemacht, ey. Ja, wieso geht das hier nicht?
Ich habe eins von den Mikrolex. Ja, hier sind aber doch noch mehr. Ach, auf einmal. Tagantok mit dem Illyrium, das dem Schifftreibstoff zu was zugesetzt wird, hat an manchen Stellen eine Treibstoffleitung eine zu. Hör auf, hier tritt Treibstoff aus. Ich kann nicht lesen, sorry. Da hinten. Undichte Leitungen absperren. Eine Reihe mikroskopisch kleiner Überlastungshaarrisse verursacht durch eine Abstoßreaktion zwischen den Vanadium-Komponenten der Rumpflegierung und Illyrium-Dämpfen, die bei der Herstellung des speziellen Schifftreibstoffmischung freigesetzt werden. Mein Gott. Folgen Sie jetzt dem Rohr zum Ventil und schließen Sie es. Hä? Wie jetzt? Wenn ich es falsch mache, geht das Ding hoch. Das scheint nicht kaputt zu sein. Öffnen Sie es und nehmen Sie sich ein anderes vor. Sie haben das Betanken verzögert. Öffnen Sie dieses Ventil wieder und nehmen Sie sich ein anderes vor. Hä? Boah, jetzt muss ich hier noch ein Suchrätsel machen, oder was? Das ist ganz rechts eigentlich. Nicht dieses! Folgen Sie den Rohren vom Leck bis zum Ventil! Hä? Habe ich doch gemacht, du Affe! Das da hinten. Zack, 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 zack. Da lang, da lang. Das letzte ist ganz rechts. So, und bei dem, was ist es da? Oh, sind da oben auch noch welche? Ach, hier sind auch noch welche. Sagt das auch gleich, Leute. Theoretisch hier oben, das in der Mitte, oder? Das scheint nicht kaputt zu sein. Öffnen Sie es und nehmen Sie sich ein anderes vor. Mal das. Ach, dann wird es auch angezeigt, alles klar. Ja, das scheint es gewesen zu sein. Wo ist denn das andere? Auf der rechten Seite, oder was? Nee. Hä? Das ist ja auf jeden Fall das Rechte. Das und das hier oder was? Das waren alle. Endlich. Der steht die ganze Zeit hier rum, er hätte es auch selber machen können. War das dann alles? Ja, das war's. Übrigens haben Sie den Technikern nebenbei geholfen, einen Konstruktionsfehler zu entdecken. Fehler? Was denn für ein Fehler? Nichts, was uns Kopfzerbrechen bereiten sollte. Aber Sie glauben, dass Sie jetzt 2-3% mehr Leistung aus dem Antrieb kitzeln können. Wir haben keine Zeit für eine Generalüberholung. Nein, natürlich nicht. Aber wir können ein paar Tests fahren. Könnte nützlich sein, falls wir die Kisten je in Serie produzieren müssen. Hoffen wir, dass es nie so weit kommt. So war es das. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich nochmal... Ich gehe nochmal kurz hier alles ab. Vielleicht gibt es ja doch irgendwo noch eine Mini-Mission. Sowas wie das eben gerade. Wenn es denn wirklich dann so sein sollte, dass das die letzte Mission ist. Und ich will ja wirklich eigentlich versuchen, alles
zu machen, auch wenn ich die Dialoge manchmal übersprungen habe. Also die missionenmäßig möchte ich doch schon alles abdecken eigentlich. Lass aber einmal zu. Die Drecksack stürmt auf mich zu und? Das ist auch nischt. Wie können wir sicher sein, dass unsere... Es ist unabhängig, dass die Hypnosekrankheit durch verseuchtes Wasser übertragen wird. Einsatzkräfte und Überlebende werden nahegelegt, nur Wasser zu trinken, dessen Ihr Kunst bekannt. Ja, okay, schon. Aufgepasst, Agent. Wir sind hier im Krieg. Hey, Agent Carter. Oh, sieht gut aus. Ich würde Ihnen eine Zigarre anbieten, aber laut Quartiermeister sind die alle. Die ganze Basis sorgt sich um den Weltuntergang. Aber Sie scheinen ausgesprochen guter Laune zu sein. Warum auch nicht? Ich wurde zum Teamleiter befördert. Gratuliere. Wir brauchen mehr Teams da draußen. Jedes bisschen hilft. Ja, und wer weiß, Carter. Vielleicht wird nächstes Mal ich als Held gefeiert. Ich hoffe, Ihre Agenten wissen Ihren Führungsstil zu schätzen. Unfähiges Pack. Reiten sich dauernd selbst rein. Wem habe ich ans Bein gepisst, dass ich einen wie Newcomer zugeteilt kriege? Vielleicht sind nicht die das Problem. Stimmt. Könnte auch an der Ausrüstung liegen. Webb gibt uns wahrscheinlich nur Schrott mit, weil es ihn wurmt, dass wir noch kämpfen. Klar, das wird sein. Natürlich. Wir haben alle dasselbe Ziel. Geben Sie nicht mir die Schuld, wenn ich die großen Einsätze kriege. Es gibt weiß Gott genug zu tun. Klar. Nachschubsicherung und Evakuierung der Zivilbevölkerung. Mit Plünderung und Flucht macht man sich keinen Namen. Nein. Aber man kann viele Menschen retten. Bei Axis ging es nicht darum, den Ruhm einzustreichen. Es ging darum, die Welt zu retten. Netter Spruch. Üben Sie schon für Ihre Ordensverleihung? Wenn wir uns nicht auf den Krieg konzentrieren, gibt es keine Orden. Und keinen, der sie überreichen könnte. Klar, darum melden Sie sich auch freiwillig zur Rettung der Erde. Arschloch. Entschuldigen Sie, ich muss mich auf den großen Einsatz vorbereiten. Ja klar, reiben Sie es mir noch ein. Du kannst doch eh nicht, wenn man dich mitnimmt. Die Großen? Die direkt auf einen suchen? Aber wir sind doch gerade mal... Welches Level sind wir? Sind wir gerade mal Level 6? Es geht auf Level 10. Das kann mir unmöglich die letzte Mission sein, oder? Da habe ich einfach zu schlecht gespielt. Man weiß es nicht genau. Also es wird eine Bombastmission. Entschuldigen Sie, dass es hier so mieft. Ein paar von den Forschern schuften rund um die Uhr. Ist klar. Es wird eine Bombastmission, die nochmal 3 Stunden geht. Dann können wir natürlich die Level noch aufholen. Also gehen wir mal kurz durch den Forschungskomplex. Er hat auch nichts mehr Neues. Sehen Sie, ja, ja. Dann zum Gefangenen können wir nochmal reden. Genau. Officer, der Feindagent ist sicher verwahrt. Oh, er ist... Vorsicht. Das überspringe ich einfach mal erst. Eigentlich relativ... uninteressant für die Geschichte, nehme ich mal an. William Carter, Sie sind es. Sie sind anders als sonst. Ich weiß auch nicht so recht. Ich hatte Visionen von Axis, von Origin... von meinem Volk. Geträumt, hä? Vielleicht ist das der Begriff dafür. Es war intensiver als während meiner Verbindung mit Mosaic. Sie sagten was von Träumen. Was sehen Sie da? Mein Volk wogt empor wie eine Flutwelle aus dem Meer. Es rauscht über eure Welt hinweg und baut überall, wo es hinkommt. Scheint euer Schlachtplan zu sein. Es ist nicht aufzuhalten. Eine unendliche Masse. Und über allem thront Origin. Hämisch. Wir verwandeln eure Welt in eine Hülse. Wie zuvor unsere eigene. So weit wird es nicht kommen. Das werde ich verhindern. Ich weiß, Sie wollen Mosaic zerstören und uns von Origin befreien. Aber ich fürchte, das wird nicht reichen.
Es wird ein Anfang sein. Eins nach dem anderen. Wie behandelt man sie hier? Manche der Forscher sind neugierig und grausam. Der Wachposten Richard Rose stellt sich vor mich. Das ist anständig, aber eine Beleidigung für einen Krieger. Gut zu hören. Wir brauchen ihr Wissen, wenn wir die Menschheit retten und dazu bringen wollen, ihr Volk als Flüchtlinge aufzunehmen. Ich werde ihnen helfen, so gut ich kann. Ich glaube, sie brauchen jetzt Ruhe. Ja. Ups. Was erwartet mich in eurer Welt? Warum wollen Sie das wissen? Weil es an der Zeit ist, dort zurückzuschlagen. Das ist ein törichtes Vorhaben, William Carter. Selbst die entlegensten Winkel unserer Heimat werden bewacht. Wir sind darauf vorbereitet. Sagen Sie mir, was uns erwartet. Ich habe meine Heimat so lange nicht gesehen. Jahrzehntelanger Krieg auf anderen Planeten. Nur vage Erinnerungen an das, wofür wir kämpften. Türme ragen in den Himmel. Truppentransporter fliegen Patrouille und stets ist Gift in der Luft, im Wasser und in unseren Köpfen. Verstehe. Schmerz, William Carter. Schmerz wird Sie erwarten. Na toll. Klingt das super. Ich glaube, Sie brauchen jetzt Ruhe. Danke. Aber die Visionen von eurem Planeten. Vielleicht, wenn ihr Origin aufhalten könnt. Klingt ja total spitze, wahr? One-Way-Ticket to Paradise, sag ich da nur. Hier geht's nicht mehr weiter. Da unten leuchtet noch irgendwas. Oh, ja, sehr schön. Wozu sollten wir Illyrium bis zu einem solchen Grad raffinieren? Doch eben noch was geleuchtet, oder? Wie vielen von denen sind Sie schon begegnet? Mal sehen, was wir gegen die unternehmen können. Aktiv. Es funktioniert! Ja! Gut, dass ich den Waffensystem in Lahm gelegt hatte, wie? Glauben Sie wirklich, dass sich die Dinger neu justieren lassen, um im Einsatz von Nutzen zu sein? Könnte sein. Oder wir erfahren wenigstens mehr über ihre Schwächen. Cool, wir so einen haben. So ein Mac ist bestimmt nicht schlecht. Einigermaßen stabil, aber wollen Sie das wirklich? Ah, hier liegt noch was. Hat hier nicht was geleuchtet? Ich dachte, habe ich mich wohl geirrt. Gut, nee, da sollten wir jetzt wahrscheinlich wirklich alles haben. Dann steht das Ding wieder mal auf. Na gut, dann bewegen wir uns mal Richtung Schiff. Ich habe allerdings jetzt mal wieder nicht drauf geachtet, wie, wann, wo es gespeichert hat. Oder kann ich hier etwas speichern? Nein, natürlich nicht. Werde ich die Mission jetzt auf jeden Fall noch starten und dann haben wir unsere Stunde auch dicke voll, denke ich. Moin! Ja. Oh, die ging aber geräuschlos zu. Vorsicht! Ich rate zu mehr Vorsicht, falls sie uns nicht alle in die Luft jagen wollen. Ah, so sieht es also in einem echten UFO aus. Ah, speichern. Abmarsch, wenn bereit. Na, dann machen wir natürlich hier einen Cut. Wenn das mal kein schöner Cliffhanger ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, wir sind jetzt kurz davor abzuheben in gegnerische Gefilde sozusagen auf den Alien-Planeten. Um dieses, wie heißt's? Irgendwas mit M. Egal, um den Obermotz da halt auf jeden Fall ein Gar auszumachen. Das alles sehen wir dann wahrscheinlich in Part 9.
Ich hoffe, euch hat es gefallen. Kommentiert wieder, wie immer. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Schönen Tag noch.